Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Hi? Hello? Hello? Hi? Das ging jetzt ganz schön schief. Hey ho, YouTube, mein Name ist Quetschling, immer willkommen zu einem neuen Video. Five Nights at Candy's ist von einer halben Stunde rausgekommen und ich sag, ich spiele es jetzt einfach mal an. Also, let's go! Ich habe keine Ahnung über das Spiel, ich habe nur den Trailer gesehen. Hey, hi, was gibt's? Bist du jetzt Phone Guy? Ja, ich bin. Ich kann dir nicht zurückschreiben. Bist du Phone Guy? Lol, you lost the bet. Ah, ich habe eine Wette verloren. Ach, nö. Okay. You have to spend five nights in that old factory again. Again? Ich bin nochmal hier? Or else people will think you are chicken. Scared. Had to reply. Bitch. Try me, bitch. Okay. Mal wieder ein Horrorspiel spielen, das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Okay. You're surrounded by darkness. Space. Just press space on your cell phone. Flick the mouse downwards. Oh. Okay. Click on a camera icon. You can call any of the building for the camera panel. Any phone will make a ringing noise. Same room as the phone. What's the phone alignment out of the central hall if they get you? Be careful if they reach the room with the phone, will try temporarily disable phone. Und wie komme ich hier raus? Ach Leute. I'm a cat, see, I am a cat. Meow, 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 meow. Meow, see. Ich bin froh, dass das. Hallo, hallo. Welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Kannst du die Kamera mal. Ach, ich soll die. Ah, Maus nach oben. Oh, fuck. Dup, dup. Sind die? Bis ganz hinten. Ja, das wird nicht funktionieren, oder? Es funktioniert sogar. Huh. Phone Guy ruft an. Nein! Böse sind die, nicht rangehen. Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Hell to the no, to the no, no, no. I say hell to the no, no. Oh, fuck. Ah! Sie gehen sogar hin. Das ist überraschend gut. Ja, ich mag das. Ich finde, ich find's gerade. Hello. Telefon. Phone Guy needs you. Gottes Willen. Psst. 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 No. Hello. Is it me you're looking for? Nein!
Böse sind die. Da ist ein Telefon. Geh ran! Du Motherfucker. Nein. Cindy, die Telefone sind nicht billig. Geh da jetzt ran. Von Garnizio. Du. Cindy. Hallo. Welcome to your career. Oh. Böse. Me loving. You used to call me on my cell phone. Right now when you need my love. Cindy, you used to call me on my cell phone. Ich fühle mich überhaupt nicht komisch dabei, wenn ich den Scheiß hier erzähle. Oh. Gut, du gehst hin. Das freut mich sogar. Bitch. Nice, ich habe schon herausgefunden, wie das Spiel funktioniert. Ich bin der King von Five Nights at Candy's 2, direkt schon in der ersten Scheißnacht. Ist das nichts Tolles? Was haben wir hier Schönes? Eine Mehrfachsteckdose. Habe ich auch so eine zu Hause. Das ist ein reiner Saftladen, das sage ich dir. Was haben wir denn hier? That Taste. Oh, meine Lieblingsmarke. Trinke ich jeden Tag. Ich liebe That Taste. Nein, du sollst... You used to call me on my cell phone. Right now when you need my love. I know in the hotline bling. You know that's only mean one thing. Oh Cindy. Call me on my cell phone. Right now when you need my love. I know in the hotline bling. Mein Commentary ist super. Well. Oh, hallo. So. Fühlen Sie sich eigentlich irgendwie behindert davon? Ich meine, komm schon. Beep, beep, boop, beep, beep, boop. Beep, 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 boop. Da ist ein Cellphone. Ist in Ordnung, meine Fresse. Bitte kein. Bitte leiser, weil. Ah, der Raum, wo Rat drin war. Nein. Ach komm, ich geh mal hin. Ha, das ist interessant. Anscheinend wurde Chester abgelehnt oder sowas in Art, weil er hat so ein X dran. Das heißt, er wurde wahrscheinlich irgendwie verschrottet oder so eine Art. Ich frage mich, wann das passiert ist. Ob es quasi auch zu dem Zeitpunkt ist, als FNAF 1 quasi, als 1993 quasi in der Timeline jetzt. Als in FNAF 1 die Animatronics zerstört worden sind. Okay, warte, ich kenne das Map-Layout noch auswendig. Da ist das Büro, ich gehe mal zum Fenster. Jo, das ist der geräumigste Raum der Welt. Oh, was gibt's denn heute? Steht's nicht dran? Okay. Da ist die Küche.
Die sieht man original. Nee, das ist Quatsch, da ist die Stage, ne? Ja. Dann ist die Küche da oben. Weil in die Küche darf man nicht reingehen. Oh, dann war da doch die Küche, nur darf ich da auch nicht reingehen. Ah. Die Musik gefällt mir. Das ist mein. Bitte jumpscare mich nicht. Thank you. Aber Blank scheint auch schon kaputt zu sein. Interesting. Vor allem, was da unten beim Fenster ist. Moment, bin ich jetzt schon. Ja, das ist das Fenster, okay. Bisschen Orientierung hier aus Five Nights at Candy's 1. Gut, dass ich Five Nights at Candy's Simulator gespielt habe. Ah, da ist die Pub-Dingens. Oh, jetzt ersetze ich ihn. Okay, was ist das jetzt hier? Ich bin verwirrt. Ah, da geht's wahrscheinlich. Ah, das Büro. Da ist ein Schlüssel. Ich habe keine Maus, schade. 1989. Ah. Das war also 2 Jahre danach. 2 Jahre nach Five Nights at Candy's 1. Jetzt bin ich wieder im zweiten Partyraum. Wozu könnte der Schlüssel gehen? Ah, zu dem Red-Raum. Ich hab's gewusst. Alles klar, gut. Sie haben mich schon direkt hier ins Menü geworfen. Das war auf jeden Fall die erste Folge von Five Nights at Candy's 2. Ich werde das Spiel wahrscheinlich auch unter die Woche bringen. Einfach weil ich kann. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen und mein Commentary war nicht zu schlapperig. Was ich glaube schon. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Kommentar und eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.